Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierteiligen Videoreihe Datenschutz in der wissenschaftlichen Praxis. Einige fragen sich jetzt wahrscheinlich gleich, wieso sie sich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzen sollen. Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz einfach. Zum einen ist es immer gut zu wissen, was mit den eigenen Daten passiert und welchem Schutz sie unterliegen. Beispielsweise, wenn man an einer wissenschaftlichen Umfrage oder an einer Konferenz teilnimmt. Oder wenn man sich in eine Mailingliste einschreibt. Zum anderen kommt man vielleicht schon während des Studiums, aber mit großer Wahrscheinlichkeit im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere, auch irgendwann selbst an den Punkt, an dem man Daten anderer erhebt. Beispielsweise, wenn man für seine Forschung Umfragen erstellt. Oder wenn man einmal selbst Konferenzen organisiert. Und dann ist es besonders wichtig, dass die Datenerhebung datenschutzkonform abläuft. Nicht nur, um die teilnehmenden Personen zu schützen, sondern auch, um sich selbst rechtlich abzusichern. Genau aus diesem Grund werden wir uns in den ersten drei Videos verstärkt mit der Datenschutzgrundverordnung, also der DSGVO, auseinandersetzen. Und dabei wichtige Begriffe in der DSGVO, die Grundsätze der DSGVO, die Rechte und Pflichten der Akteurinnen und die Ausnahmen für Wissenschaft und Forschung kennenlernen. Im letzten Video werde ich euch dann den Elder Consent Form Wizard vorstellen, ein praktisches Tool zur Erstellung von DSGVO-konformen Einwilligungserklärungen. Aber sehen wir uns zuerst einmal an, mit welchen Fragen wir uns in dieser Videoreihe überhaupt auseinandersetzen werden. In unserer Videoreihe werden wir uns mit folgenden Fragen näher beschäftigen. Was ist die DSGVO und worauf ist sie anwendbar? Was sind personenbezogene und was sensible Daten? Was bedeutet eigentlich Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung von Daten? Was sind die Grundsätze der DSGVO? Welche Schlüsselrollen werden in der DSGVO definiert? Und zu guter Letzt, wie kann man Daten zu Archivzwecken bzw. wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken DSGVO-konform verarbeiten? Danach folgt ein Step-by-Step-Tutorial, bei dem wir den Elder Consent Form Wizard anhand eines Beispielszenarios näher kennenlernen werden. Dieser Teil der Videoreihe beschäftigt sich vor allem mit wichtigen Begriffen in der DSGVO. Das heißt, heute werden uns vor allem die ersten drei Fragen begleiten. Beginnen wir mit grundsätzlichen Informationen zur DSGVO. Schon lange bevor die DSGVO in Kraft trat, stand der Datenschutz auf der Agenda der EU und ist in der Charta der Grundrechte der EU unter Artikel 8 als Grundrecht verankert. Dieser Artikel besagt, dass jede Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten hat, diese Daten nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen, gesetzlich geregelten, legitimen Grundlage verarbeitet werden dürfen, dass jede Person das Recht hat, Auskunft über die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu erwirken, sowie dass die Einhaltung dieser Vorschriften von einer unabhängigen Stelle überwacht wird. Wie diese Punkte in den nationalen Datenschutzgesetzen umgesetzt wurden, war allerdings sehr unterschiedlich. Mit der DSGVO wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Datenschutz nun EU-weit vereinheitlicht und zudem Richtlinien für den internationalen Datenverkehr geschaffen. Die DSGVO wurde mit 25. Mai 2018 ein unmittelbar im gesamten EU-Raum anwendbares Recht. Das unterscheidet auch eine Verordnung von Richtlinien, die von den Mitgliedstaaten erst in ihrer nationalen Gesetzgebung umgesetzt werden müssen. Denn Verordnungen sind sofort für alle Mitgliedstaaten rechtlich bindend. Stellt sich nur die Frage, worauf die DSGVO nun genau anwendbar ist. Wir haben bereits gehört, dass die Datenschutzgrundverordnung dazu dient, die Datenschutzbestimmungen in der EU zu vereinheitlichen. Aber was betrifft die Verordnung jetzt genau? Grundsätzlich zielt die DSGVO auf den Datenschutz von personenbezogenen Daten ab, die entweder ganz bzw. teilweise automatisiert oder nicht automatisiert verarbeitet werden und in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Der Datenschutz betrifft also nicht nur den Computer und den digitalen Bereich, sondern auch analoge Daten. Die DSGVO betrifft jedoch nicht die Verarbeitung durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten. Wobei Achtung,
Eine Veröffentlichung, zum Beispiel auf sozialen Medienprofilen, gilt weder als persönliche noch als familiäre Tätigkeit. Und die DSGVO gilt auch nicht für die Verarbeitung durch Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Außerdem geht es stets um die Daten natürlicher Personen, die Daten von verstorbenen Personen oder juristischen, also beispielsweise Körperschaften, Vereine, Gesellschaften, unterliegen nicht dem Datenschutz durch die DSGVO. Aber was heißt in diesem Zusammenhang eigentlich Verarbeitung? Verarbeitung im Sinne der DSGVO bezeichnet jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie beispielsweise das Erheben, das Erfassen, die Organisation, die Anpassung oder Veränderung, die Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, aber auch die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. Also im Prinzip jede Form von Zugriff auf oder Handhabung von personenbezogenen Daten. Was uns eigentlich auch gleich zur nächsten Frage auf unserer Agenda führt. Was sind überhaupt personenbezogene Daten und was sind sensible Daten? Beginnen wir mit den personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte bzw. identifizierbare natürliche Person beziehen. Das bedeutet, dass mit Hilfe von personenbezogenen Daten die Identität einer natürlichen Person entweder klar ersichtlich ist oder Rückschlüsse auf die Identität gezogen werden können, beispielsweise mit Hilfe von Zusatzinformationen wie Standortdaten, der Matrikelnummer oder aber auch physischen, genetischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Merkmalen. Und all diese Zusatzinformationen sind eigentlich auch personenbezogene Daten. Das heißt, personenbezogene Daten beziehen sich nicht einfach nur auf den Namen, die Adresse oder das Geburtsdatum bzw. den Geburtsort, sondern sind sämtliche Daten, die eine direkte oder indirekte Identifizierung ermöglichen. Dazu gehören beispielsweise auch Finanzdaten wie Einkommen oder Schulden, Standortdaten, Arbeitgeber, Matrikelnummer, Familienstand, E-Mail-Adressen, die IP-Adresse, aber auch beispielsweise Augen- bzw. Haarfarbe oder Fotos. Sensible Daten sind eine besondere Form personenbezogener Daten und beinhalten beispielsweise Informationen zur ethnischen Herkunft, politischen Meinung, religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung, zur Gewerkschaftszugehörigkeit oder zur sexuellen Orientierung oder zum Gesundheitszustand. Beziehungsweise zählen auch jene Informationen zu den sensiblen Daten, die eine eindeutige Identifizierung ermöglichen, beispielsweise genetische oder biometrische Daten. Die Verarbeitung von sensiblen Daten unterliegt einem besonderen Schutz. Eine Verarbeitung ist nur möglich, wenn zuvor eine ausdrückliche Einwilligung eingeholt wurde, die Informationen bereits von der natürlichen Person selbst veröffentlicht wurden oder zum Schutz lebenswichtiger Interessen der Person oder anderer Personen. Da eine Verarbeitung sowohl von, nennen wir sie einfachen personenbezogenen Daten, sowie sensiblen Daten, aber trotzdem ein heikles Thema ist, sind in der DSGVO auch zwei Formen von Verarbeitungsszenarien definiert, die das Risiko minimieren sollen, die Anonymisierung und die Pseudonymisierung. Und das bringt uns eigentlich auch gleich zum letzten Punkt bzw. der letzten Frage auf unserer Agenda. Was bedeutet Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung von Daten? Anonymisierte Daten sind Daten, die derart verändert oder verschlüsselt worden sind, dass die betroffene natürliche Person darin nicht mehr identifiziert werden kann. Anonyme bzw. anonymisierte Daten unterliegen nicht dem Datenschutz. Bei pseudonymisierten Daten handelt es sich auch um verschlüsselte Daten. Jedoch lässt sich hier die Identität einer natürlichen Person durch das Hinzuziehen zusätzlicher Informationen feststellen. Diese zusätzlichen Informationen müssen gesondert gespeichert werden, und zwar so, dass unbeteiligte Dritte keine Verbindung herstellen können, um die Identität einer natürlichen Person zu ermitteln. Im Gegensatz zu anonymisierten Daten
unterliegen pseudonymisierte Daten weiter dem Datenschutz. Und damit hätten wir nun auch die letzte Frage der heutigen Agenda behandelt. Fassen wir nun noch einmal die wichtigsten Informationen dieses Videos zusammen. Die Datenschutzgrundverordnung ist, wie der Name schon sagt, eine Grundverordnung und somit für alle EU-Mitgliedstaaten sofort rechtlich bindend. Mit der DSGVO wurden EU-weit einheitliche Datenschutzvorkehrungen geschaffen. Die DSGVO zielt auf den Datenschutz bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten von lebenden, natürlichen Personen ab. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die es ermöglichen, eine natürliche Person zu identifizieren. Sensible Daten unterliegen besonderem Schutz. Die DSGVO definiert zusätzlich zwei Formen von Verarbeitungsszenarien, die den Datenschutz erhöhen bzw. das Risiko minimieren sollen. Die Anonymisierung und die Pseudonymisierung. Anonyme bzw. anonymisierte Daten unterliegen nicht dem Datenschutz. Pseudonymisierte Daten unterliegen dem Datenschutz. Und das war's auch schon mit dem ersten Teil der Videoreihe Datenschutz in der wissenschaftlichen Praxis. Im nächsten Teil werden wir uns die Grundsätze der DSGVO näher ansehen und außerdem werden wir die in der DSGVO definierten Rollen und ihre Rechte und Pflichten näher kennenlernen. Weitere Materialien sowie nützliche Links, beispielsweise zur Grundrechtekarte der EU oder zur DSGVO, findet ihr in der Infobox. Bis zum nächsten Mal.